Willkommen zurück, pünktlich zum Boxing-Stop in Japan. Mit Frontflügelwechsel leider. Aber ich fahre nicht noch eine Runde auf dieser Scheiße. Allerdings habe ich noch nie so einen langsamen Frontflügelwechsel gehabt wie gerade. 9 Sekunden Standzeit ist eindeutig zu viel. Also 9 Sekunden Standzeit hatte ich noch nie, glaube ich. Ja, ich glaube auch nicht. Bin mir nicht sicher. Das ist schon echt hart. Aber das fährt sich hier gleich doch schon mal viel angenehmer. Boxenstopp. Mach ich aber jetzt auch. Ich gehe jetzt einfach eine Runde früher rein, als eigentlich geplant, weil die Gelben sowieso eine Übergangslösung sind. Weil im Endeffekt fast gleich lang auf Gelben wie auf Roten. Einfach nur, weil sie trotzdem schneller sind, aber nicht lang genug halten, die Gelben, dass die man in einen Stop fahren kann. Total awkward. Jupp. So. Ich verbremst. Nein! Stop and go! Ah. Oh, das ist uncool. Das heißt, beim nächsten Stop noch mal 5 Sekunden drauf. Also 2 lange Boxenstops. Aber Jan, ich krieg auch einen 9 Sekunden Stop. Ja, 9,5. Wow! Was ist mit unserem Team los? Seit wann sind die so schlecht mit Boxenstops? So, jetzt vielleicht müssen wir mal die richtigen Stops anfangen. Oder fährt hier jeder ein Stop? Ja, wahrscheinlich jeder ein Stop. Wir können es halt nicht. Obwohl es tatsächlich vorgeschlagen wird. Ja, wie gesagt, ich durfte es ja nicht mal einstellen, weil meine Roten schon zu abgenutzt waren. Ich durfte auch schon nicht, weil meine Roten wurden mir schon für 2 Runden später meinen Boxenstop angegeben. Also war deine halt wahrscheinlich noch fairer. Ja, ich, also angeplant, also mein 6. Rundenstopp war auch angedacht tatsächlich, ne? Aufgrund der Abnutzung. Weißt du Bescheid, ne? Warte. Oh, Wehrlein! Hi! Ja, aber ich habe nicht vor, hier irgendwas Dummes zu machen. Aber er! Come on! Gelber Frontflügel wegen dem Hampelmann jetzt. Das ist bitter. Bottas. Wie kann man in der Kurve so bremsen? Ohne Spaß. Wie kann man so bremsen in der Kurve? Kein Wunder, dass ihr alle kein Tempo habt. Ja. Fuck off. Ist noch schlimmer als gerade jetzt. Ja. Holy moly. Der erste Sektor macht gleich Spaß. Oh, die Rechtskurven tun echt hart weh. Holy shit. Ich bin locker 20 km/h langsamer in denen. Ne? Der Wagen vor dir ist auf der Strecke und hat auf weiche Reifen umgestellt. Oh, Ocon kam vor mir aus der Box? Alter, Wehrlein. Selbst Ocon kam vor mir aus der Box. Wollt ihr mich verarschen? Wehrlein hat auch mir Frontflügel weggehauen. Wehrlein ist heute so ein bisschen unser Problemkind, ne? Sie wollen mir sogar einen neuen Stop andrehen. Krass. Ja. Medium-Reifen aufziehen. Nicht Regenreifen!
muss harte sein. Boxenstopp. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,2 Sekunden. Warum habe ich angebremst? Ich Vollidiot. Was weiter? Ich kann nicht weiter die Vorderradbremse an. Wie sie erst greifen wollten, aber dann nicht durften. So, 5 Sekunden Strafe ist durch. Ihr könnt anfangen zu arbeiten. Ja, und das war im effektiv, hatte ich jetzt einen 10 Sekunden Boxenstopp mit Flügelwechsel. Wie, 15 Sekunden Standzeit oder was? Ja. 15,2 glaube ich sogar. Wow. Da freue ich mich ja schon auf meinen zweiten Wildflügelwechsel. Na, ich dachte mir jetzt, ja, keine Ahnung, harte Reifen aufziehen, schauen, wie sie sich halten. Ich muss sagen, trotz der Tatsache, dass dieser Flügel mir extrem fehlt, fahre ich gar nicht so scheiße. Das ist halt. Und wenn, dann will ich minimal auf Gelb wieder raus. Das war, also ich hatte kurz überlegt, ob ich noch 2-3 Runden draußen bleibe und dann erst auf Weiß gehe. Aber die Option war gar nicht da. Hopp. So dass ich jetzt komplett Bremskraftverteilung 50% fahre. Und ja. Und auch jetzt nicht mehr fett fahren. Die Reifen jetzt gar nicht sehen. Mich. War halt bei mir auch Wehrlein, ne? Ich hab halt angebremst, war halt schlecht angebremst von mir. Dann hat er sich aber vor Nervosität in der Hose gemacht und ist nach draußen gefahren. Kam zurück auf die Strecke, haben wir den Flügel ab. Das war halt so mega unnötig. Ja. Bei mir war es so ein Klassiker von wegen, er bremst an einer Stelle, wo man gar nicht bremsen muss. Und ich kachel halt voll hinten drauf. Obwohl ich halt schon gebremst habe, sonst wäre es wahrscheinlich ein roter Frontflügel gewesen, aber. Okay. Ich glaube, ich habe mit damit gerechnet. Ja, das sind 4 Sekunden schon mehr als ich. Heißt aber auch, ich krieg's Bett gleich überrundet. Ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Weiche Reifen auf dem Wagen hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 6,7 Sekunden. Alternative Linie ist immer gut, habe ich gehört. Hat Eriksen keine Eier gehabt. Er hätte mit mir in die letzte Kurve, also in diese schnelle Linkskurve gehen können. Wo ich auch voll vertraut, dass der Wagen rumziehen kann, wenn ich das möchte. Wir sind bei plus 1. Benzinplan ist ja schön, wenn ich extra Benzin habe, aber das werde ich nicht benutzen, solange ich den kaputten Frontflügel habe. Das ist Verschwendung. Hätte das nicht passieren können, so 5 Runden später, dann hätte ich safe sein können, kommt mir die Weißen einfach durch. Ärgerlich ist, dass ich jetzt schon an der Box war an der Stelle. Ja, same noch hier. Ich war ja keine Runde draußen gefühlt und dann bin ich Wehrlein hinten drauf gekachelt.
Ja, ich habe übrigens nicht gekartet. Verdammt! Kommt gleich auf der Geraden, Leute! Ganz ein bisschen längere Folge heute! fuck, ey! Vor der ganzen Stress halt nicht mehr dran gedacht, ey. So, dann, Leute, bis zum nächsten Mal! Und hallo zurück zu einem kurzen Endspurt. Also die Hälfte der Renndistanz liegt ja noch vor uns. Ja, aber lange Folge Samstag, kurzer Sonntag. Das ist für alle Leute, die jetzt heute noch bei Oma vorbeischauen müssen zum Kaffee trinken, dass ihr das noch einschieben könnt. Vorher. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich bin scheiße, ich weiß. Der Abstand zum Hintermann beträgt 4,8 Sekunden. Fahrer vor mir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 7,5 Sekunden. Du liegst pro Runde um 8 Zehntel zurück. Wo bist du eigentlich gerade? Wir fahren mit neuen Weichenreifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stand haben. Du bist noch einen Punkt. Tja, ich bin 13. Und ich verliere auf Ocon. Wohl angeblich eine Sekunde pro Runde. Okay. Du bist noch so weit weg von mir. Ist das keine Option, überhaupt eingreifen zu können? Sag mal, Flügelwechsel, 5 Sekunden Strafe und noch Scheiße auf der Strecke. Nee, der Flügel macht einfach zu viel aus. Box, Box. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Komm, wenn du jetzt rauskommst. Ganz am Ende. Nee, ganz am Ende nicht. Du wirst nicht, nicht hinter mir landen, glaube ich. Okay, das vielleicht nicht, aber... Obwohl, ich weiß nicht, ich hab eigentlich zu viele Runden auf diesem Flügel gefahren. Ja, aber so, du kannst jetzt vielleicht mit Weißen durchfahren. Ich fahr mit Gelb durch. Du fährst jetzt mit Gelb durch? Yep. Dann versuche ich auch mit Weiß durchzufahren. Bist du schon längst wieder draußen? What the fuck? Ich fahr jetzt erst diese Runde rein. Ich hab das Boxbox erst gesagt, nachdem ich über die Ziellinie war. Nee. Ja, kurz mal drauf geschaut, wie viel meine Reifen verloren haben in den Runden. Das ist okay, ich fahre wie gesagt jetzt, um möglichst reifenschonend zu fahren, auf 50% Bremskopfverteilung. Ist halt ein großes Risiko, weil dein Heck schnell wegfliegt. Also dein Wagen einfach nicht so gut unter Kontrolle Box, ist. Box! Also komm nach dieser Runde rein, fahr nur sicherheitshalber. War mir jetzt nicht mehr sicher, ob meine Ansage vorne nicht gerade zu knapp gewesen wäre nach der Ziellinie. Hauptsache ihr seid ready da, um mir den Frontflügel zu wechseln, ihr Hampelmänner. Ich werde nochmal gucken, wenn ich unter 40% bei Runde 20 bin, dann fahre ich durch. Um die 40, dann kann ich durchfahren, dann ende ich zwar auf... Perez ist... übrigens, Ocon stoppt wohl nochmal und Perez ist gerade auf Supersofts draußen. Das heißt, der fährt... Obwohl, er könnte gerade... Stimmt, Perez hat gerade gestoppt, ist jetzt auf Supersoft draußen, der fährt durch. Ja. Könntet ihr schneller den Flügel wechseln? Warte mal, Perez war mit uns vorne, ne? Ja. Die hatten alle Supersoft drauf, der kann nicht durch, der muss nochmal in die Box. Der kam gerade aus der Box mit Supersoft. Ja, aber ja, wie gesagt, er hatte am Anfang Supersoft drauf. Hatte er? Ja, wir waren alle vorne mit Supersoft. Das heißt, ihr geht gleich echt nochmal auf Soft. Das wäre mal was ganz Neues. Zwei-Stop-Strategie auf schnellen Reifen. Für Force India. Konzentration, Jan. Ich fahre gerade meinen fetten Benzintank weg, damit mein Wagen leichter wird. Für weniger. Und ich merke gerade, dass meine Reifen kalt sind. Weil die haben gerade einfach partout nicht richtig gegriffen, weil ich wollte direkt so weiterfahren wie vorhin und meine Reifen wollten das aber nicht. Und das trotz Flügelwechsel? Ja, das macht ja keinen Unterschied, wenn du rausbeschleunigst, etc. Also nicht so viel. Das macht ja, wenn du einseitig angeknackst hast, ist das ja nur in die eine Richtung, aber die andere Richtung nicht. Ja, das schon. Und du merkst ja, ob Reifen greifen oder ob du einfach keine Traktion hast. Ich
will am liebsten Wehrlein so überholen, dass er in der Box ist, wenn wir vorbeifahren. Oh, ich sehe dich gleich schon wieder. Kurzzeitig vielleicht mal. Einmal Jan sehen, bevor er uns auch ewig wegfährt. Ich glaube, ich sehe dich noch nicht mal. 6 Sekunden ist zu viel. Um sehen. So, jetzt wird's lila Sektor. Ja, so wollte ich das sehen. Das kann ich leider nicht. Ja. Verwarnung Streckenbegrenzung, das ist okay. Das war auch nur verbremst, das war ja nicht geplant. Aber der lila letzte Sektor hat mich gerade ein bisschen angefacht. Jan will seine Lieblingsstrecke auskosten. Ich will seine Lieblingsstrecke hier auch mal wieder fahren. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt. Ah, beschwer ich nicht. Singapur ist gar nicht so lange her. Zumindest kalendertechnisch. Ich hätte halt gesagt, Abu Dhabi ist eine gute Strecke. Ich weiß. Ich freue mich so auf diese Strecke. Ja, aber das ist Saisonende, mein Freund. Ja, ich freue mich auf Saisonende. Weißt du, was da vorkommt? Brasilien. Bist du bereit für ein richtig schönes Brasilien-Regenrennen? Ja, richtig geil, ich freue mich, Jetzt so ein Monsun. Tropfen im Schlüpfer. Dachte ich mir. Zuntropfen, es läuft schon das Bein runter. Es ist kein Schweiß, es ist einfach Lust auf das Rennen, Es ist gerade viel zu warm, ich muss gleich die Ventilator anmachen. Man merkt, dass du ein bisschen schneller als ich fährst, eine Sekunde. Ja, ich lege auch hier erstmal eine geschmeidige neue Bestzeit für mich hin. Kann dir gleich sagen, was das hier wird. Eine 1,35,3. Ich fahre gerade auch persönliche Bestzeiten traurigerweise auf immer schlechter werdenden Weißen. Ja, aber bei dieser Strecke macht es tatsächlich viel aus, wenn die Strecke wärmer wird. Einfach nur, weil sich die Traktion erhöht. So, jetzt mich interessiert, was gleich so eine Änderung ist. Ich habe jetzt so viel Respekt vor Wehrlein, ne? Ja, ich auch. Der ist halt. Ich habe halt ihn angebremst, dachte mir, okay, das war dann doch zu euphorisch, ne? Bin halt auf der Bremse. Es ist. Ja! Nemesis. Oh Gott, Jan. Oh. Das war ich aber wahrscheinlich sogar tatsächlich selber schuld. Oh fuck. Oh, ich wollte zu viel. Ich wollte einfach unbedingt an ihm vorbei. Ich war natürlich wieder schneller, aber ich hätte damit rechnen sollen, dass er wieder keinen Platz lässt. Oh, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Safety Car. Woo! Let's go. Ich hasse mein Leben. Aktuelle behalten. Ich will nur eine Mal noch rein. Boxenstopp! Ich fahre jetzt auf roten 10 Runden. Ja, sie können angeblich 9. Ja, aber ich fahre jetzt sowieso erstmal noch Safety da. Ihr seht jetzt noch Josh zu. Ich kann die Zeit ja benutzen, um einmal fixe die gekachelten 4 Wände aufzusuchen. Da gibt's einen weiteren Stop. Mal schauen, was hier so gibt. Die ersten sind hinterm Safety Car. Ah, überhole Hamilton. Uah!
Puh! War abenteuerlich, ey. Alter Schwede. So, da bin ich wieder. Ja, ich hatte auch schon mein Safety-Car-Erlebnis. Hamilton ist durchsichtig für mich geworden. Ist immer schön. Sowas ist doch immer schön. Witt meinte, das Safety-Car antäuschen wollen zu überholen. Obwohl er der ist, der dahinter hängt. Safety-Car ist gut. Ja, obwohl ich bin nur eine Runde später wieder gekommen. Okay. Mann. So. Wo, hinter wem darf ich nach dem Restart starten? Das ist das Geilste, wenn mich jemand fragen will. Wie war Formel 1 Session? Wehrlein. Reicht. Beschreibung eindeutig. Ab diesem Punkt. Ja, Wehrlein macht den Fester. Alter. Aber keine Ahnung, es war wieder. Ja, ja. Die Safety-Car-Kolonne fährt nur gefühlt 10.000 km/h. Ja, die fährt ja einfach nur keine Top-Speeds. Aber dadurch, dass der erste Sektor halt, die fahren die fast genauso schnell. Also. Okay, ich habe gerade nicht nicht aufholen können im ersten Sektor. Ja, ja, ich sag ja, erster Sektor fahren die fast genauso schnell. Ja, wie gesagt, ich glaube, diesmal war tatsächlich mein Fehler. Ich war zu aggressiv. Ich wollte zu schnell zu viel, weil ich schneller war. Hätte ich es richtig gemacht, hätte ich einfach respektiert, dass er wie ein Arschloch dagegen hält und gewartet. Aber, keine Ahnung, das ist halt auch tatsächlich das Einzige, was mir am Spiel nicht gefällt. Die halten gegen, okay. Aber jemand abschießen tut keiner. Also, dass die KI sich manchmal gegenseitig so heftig abschießt, so aus Versehen. Ne? Das ja. Obwohl, naja, ne, in dem letzten Rennen hatten wir, glaube ich, auch 5 Ausfälle. Ja, aber das war mal, Bernd Meilener meinte, das ist auch schon geil. Obwohl Verstappen weitergefahren ist. Ja, ja, okay, das stimmt. Hat nur seinen Heckflügel verloren. Er musste auf jeden Fall in die Box und war irgendwo Vorletzter oder so. Nicht negativ. Negativ ist er, dass jetzt hinter Wehrlein ging, ne? Ja. Wer sind die davor? Um mal so Van Dorn und Stroll. Boah, toll, ey. Brilli drauf, ey. Drei von 4 Leuten, die ich am meisten hasse, gegen zu fahren. Wird nur noch Verstappen, der davor ist direkt. Die gute Nachricht ist, dass Ocon noch 12 ist und Perez nur 8er. Oh nein, das heißt, Perez überholt mich in der Fahrerwertung. Das ist bitter. Der kriegt 4 Punkte und 4 Punkte braucht er, um mit mir gleichzuziehen. Wenn er nicht noch an die Box geht. Gleich. Ja, das ist richtig. Das könnte halt passieren, ne? Ne, wenn, dann war der vorhin wahrscheinlich bei Initiation des Safety Cars. Das kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht. Safety Car kommt noch nicht diese Runde, das heißt, ich komme dran ans Feld. Jo. Also Stroll hat gleich seinen Rückstand weg. Ja, okay. Das ist sehr auf der war vorhin noch bei 20 Sekunden oder so. Und Eriksen ist einfach eine Minute hinter. Kann ich nicht mit Bottas jetzt einen Kaffee trinken oder so? Jesus. Das wäre cool. Ein Eistee wäre auch okay. Bei dem Wetter hier und bei der Hitze. Nicht meine Session. Ich kenne das. Schon die zweite Session, die ich so habe. Das ist nicht geil. Vor allen Dingen Japan, meine Strecke. Ich habe mich gerade wohl gefühlt auf ihr. Der letzte Sinn, der fing so gut an. Tempo, richtig schöne, schnelle Runde gefahren. Kriegst ein Feeling für die Strecke. Bist ausgebremst von Wehrlein, willst ihn zu früh überholen. Bam! Wand geküsst. Weil ich sagst, du auch direkt wieder einen Totalausfall hast, ne? Das ist so. An der Stelle war aber klar. Ich habe in der Kurve innen also überholt. Okay. Ja, und er hat dann halt zugemacht. Ja. Das war verständlicher als das vorhin. Er ist vorhin ein bisschen weggeschnitten. Ja. So. Ja. Also, war dran. Wow. Was sagen deine Reifen? 20%. Eieiei. Eigentlich hoffe ich, dass jetzt noch eine Runde nichts passiert.
wollte gerade sagen, noch eine Runde Pause auf deinen Reifen wäre ganz angenehm. Wird sich ja jetzt entscheiden. Müsste jetzt kommen. Safety Car kommt wahrscheinlich diese Runde rein. Denke ich auch. Mein Gefühl sagt, kommt diese Runde. Aber dann müsste die Ansage halt jetzt kommen. Das ist halt das Problem, die Rundenzeit wird so mehr oder weniger generiert. In dem Moment, wo der Großteil des Felds aufgeholt hat, wird Safety Car irgendwann reingeholt. Meistens ist das nach 3 oder 4 Runden. Dann doch nach 4 diesmal. Weil die Ansage hätte schon kommen müssen. Ist schon. Okay. Ja, okay, sonst würde ich die nicht alle so schleichen. Ja. Und Renntempo Restart. Was kann Josh gegen... Was kann Josh gegen die Nemesis des Rennens tun? Innen überholen. Josh hat ihn besiegt. Wohingegen Fairline tatsächlich noch Van Dorn kurz überlegt hat, komplett zu semmeln. Alter, dass da keiner rausfliegt bei denen. Die fahren Rad an Rad die Kombi. Warum lässt der den Platz und haut mich einfach weg? Flügel angeknackst. Ich habe so hart gebremst. Jetzt muss ich aber durchfahren. Ja. Wenn er jetzt nicht komplett rot ist, sollte das funktionieren. Alter, orange. Ja, okay, das heißt eigentlich nur noch Position halten. Es sei denn, du kriegst irgendwo noch ein Cheeky. Sneaky. Ja, wenn Ricciardo und Sainz hinter Eriksen fest hängen. Oh! Was ist da mit Dings da gewesen? Mit Sainz? Da war Sainz sehr langsam. Ich meine, klar, den anderen hast du ausgebremst, aber Sainz war einfach nur extrem langsam. Lucky for you. So schön, hält gerade das Feld auf. Oder auch nicht, ist jetzt alle vorbei. So, wir wechseln mal von Josh weg. Sag mal Bescheid, solltest du tatsächlich an Ricciardo rangucken. Aber wir gucken uns jetzt hier vorne die Führung an. Okay, Führung ist langweilig. Führung geht in die Box, okay. Verstappen übrigens auch. Raikkonen übernimmt die Führung. Dahinter Grosjean. Ja, sehr schön. Was macht denn hier unser Erzfeind Perez? Übrigens auch riesen Boxenstopp. Alle Boxenstopp. Da ist richtig Party gerade. Boah, diese Kuppe tut weh, die erste. Alter Schwede. Jo. Das ist mal bitter, wenn man einen angekratzten Frontflügel hat. Der erste Sektor ist einfach nur Suckies dann. Der Rest geht. Der Rest fühlt mich auch immer noch wohl. Und Ricciardo ist nicht so viel schneller. Okay, ich habe die geilen Reifen noch. Ja. Okay, hier beim An. Bis ich jetzt. Jetzt beginnt es halt, dass der gute Teil kommt. Ne? Weil hier machst du sowieso nicht viel. Hier ist sowieso egal. Die Kurve muss man sowieso ziemlich langsam fahren. Da verlierst du auch zwar eine Zehntel, aber nicht so viel. Und dann kommt jetzt sowieso nur noch hart anbremsen. Linkskurve, das ist auch egal. Aber da vorne ist noch irgendwas Langsames. Jo, das nennt sich Grosjean. Geilo Grosjean, ey. Boy, rette mir da drin. Ich kann mal kurz nachgucken. Der fährt auf Gelb. Das heißt vielleicht sogar zu Ende. Spitzenreiter übrigens auch. Also vorne, glaube ich, muss keiner mehr in die Box, by the way. Wenn wir jetzt sehen, weil wenn, dann kommt... Nee, alle gelb. Die fahren ja, nicht nochmal. Halt ja, aber dann wären sie gerade mit dem ganzen Schwull reingegangen. Aber nicht im Doppelstopp, wenn ein Team beide reinschickt. Oder ach so, so meinst du das. Ja, möglich. Aber dann hätten... Kann halt noch passieren. Ich fahr jetzt durch. Auf Gedeih und Verderb. Der ist aktiviert. Ja, von denen fährt keiner mehr rein. Sonst wäre jetzt gerade drin gewesen. Also die fahren aber gut nebeneinander her da vorne. Ja, Ricciardo hat gerade Alonso kassiert. Das ist der nächste auf deiner Abschlussliste. Ja, weiß ich nicht. Also, vielleicht. Ich fühle mich jetzt nicht so scheiße, aber ich merke halt schon, dass mir so eine halbe Sekunde pro Runde fehlt. Na, du holst aktuell auch noch nicht auf, aber er ist halt erster Sektor. Du verlierst halt aber auch im ersten Sektor nicht wirklich. Du hast jetzt eine Zehntel, glaube ich, verloren. Ja, okay, das ist halt... Zwei. Da nicht Vollgas mehr die Kurve fahren ja. Kann. Zwei Zehntel ist aber noch okay, wenn du aus dem Rest mehr rausholst, weißt du? Ja, die Kurve zum Beispiel. Also wie gesagt, das Anbremsen auf die erste Kurve gerade aus der Doppelrechts, die ist okay. Da holt man, glaube ich, auch auf. Nee, aufgeholt hast du noch nicht. Ja,
Ja, aber es fühlt sich zumindest okay an. Jetzt hast du aufgeholt. Die Kurve ist aber gut, wollte ich gerade sagen. Die ist geil. Das ist auch eine ja. Linkskurve. Linkskurve ist ja okay. Linkskurve kann der Wagen auch. Wo ist eigentlich Perez? 16. Nice! Das heißt, er überholt mich wenigstens nicht in der Fahrerwertung. Aber ich glaube, Ocon tut's. Obwohl nur 9. Nee, dürfte er nicht. Lucky me. Ich hätte die ganze Gruppe, glaube ich, noch holen können, wenn mein Flügel nicht da angeknackst worden wäre. Definitiv. Das war so knapp auch, ne? Aber du hast jetzt in der ganzen Runde eine Sekunde aufgeholt auf Alonso. Aber fett. Reifen sind okay. 40% für 3 Runden. Ja. Das ist okay. Damit kann ich leben. Oh, das war schlecht. Oh, ja. Yep. Schlecht. Alter, was ist denn jetzt los auf einmal? So, jetzt hätte die Reifen einen Turnpoint. Und Perez hat gerade Stroll überholt. Platz 15. Ja, okay. So, dann gucken wir uns mal was Spannendes an. Ne? Wir lassen den Josh mal hier in Ruhe. So. Ricciardo hängt hinter Vettel und der wiederum hängt hinter Massa. Okay, Vettel ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich habe das Gefühl, dass ich eher schlechter fahre mit Vettel als vorher. So, die Quizfrage ist, Vettel zieht sich die ganze Zeit im Windschatten von Massa ran. Wartet er erst auf das DRS, um den zu überholen, oder versucht ihn jetzt sich schon auf der Geraden zu schnappen? Ja, bisher fahren sie einfach nur in Linie, da will keiner angreifen, keiner verteidigen. Vettel scheint aber ein Stück schneller zu sein. Zieht er raus? Er zuckt links nach... Na, er bleibt hinter. Er überlegt sich wieder. Oh mein Gott. Kimi Räikkönen, neue schnellste Rennrunde. 1:33.9. Vettel hat DRS. Zieht sich im Windschatten ran. Und der große Unfall. Versucht's außen. Zieht aber vorher wieder in Linie. Pussy. Jesus Christ, Vettel. Du bist schneller als der vor dir. Fahr. Oh, ich würde gerne solche Interviews nach solchen Rennen geben. Nicht. Interviews? Ich find sowas mal lustig. Dumme Fragen, dumme Antworten. Das Hauptproblem, was ich mit diesen Interviews habe, manche Fragen sind ja wirklich gut, die möchtest du ja auch wissen, aber manche Fragen sind auch einfach nur dumm. Ich wäre so eiskalt. Also, wenn so irgendwas nach so einem Unfall gefragt wird, haben sie so gesehen. So eiskalt. Hier ist dasselbe wie auch hier bei LOL oder so, weißt du? Wie fühlst du dich? Ich hab gewonnen, natürlich fühle ich mich gut. Was ist das für eine Aussage? Warum sind Sie hier Fahrrad draufgefahren? Ich hab da so ein Pedal. Das hab ich gedrückt. Oh, Vettel schält aus. Vettel, Hinterrad vorbei. Ah, ah. Oh! Leichte Berührung und Vettel steckt wieder zurück. Räikkönen ist übrigens nochmal schneller gefahren und zwar genau 2 Hundertstel. Komm schon. So, Vettel ist jetzt aber immer noch im DRS-Fenster, aber hat einen zu weiten Rückstand, meiner Meinung nach, um sich ihn jetzt zu snacken. Oh, letzte Runde schon. Letzte Runde. Lewis Hamilton. Allerdings, Hamilton ist nur 1/10 schneller mit roten anstatt gelben. Okay. Hamilton ist übrigens immer noch 11. Ocon ist gerade auf Platz 8 vorgerückt. Der könnte mir jetzt tatsächlich langsam gefährlich werden von den Punkten. Ja, der hat ja vorhin auf Platz 3 geendet, der Schweinepriester. Ich ärgere mich noch, dass ich jetzt gerade den Frontflügel... Ich bin da so ganz langsam gegengetitscht und dann orange. Fick dich, Spiel. Naja, as always. Wie gesagt, hinter Wehrlein, ich habe auch angebremst. Also, ich war halt nicht ganz so schnell in der Reaktion, aber ich habe gebremst, aber ich habe trotzdem gelb gekriegt. Hast du gesehen, wie viele ich da in der Kurve versucht habe zu überholen? Nach dem Restart. Im ersten Sektor, außen vorbei. Ja. Ja,
War klar, dass es dann irgendwann schief gehen kann. Also deswegen, ich bin jetzt auch nicht so frustriert, weil ein, zwei Manöver davon waren ziemlich gut. Ich bin das Risiko eingegangen, ging halt schief. Aber das Ergebnis ist halt jetzt noch mit der... Ich fahr rot durch Taktik eigentlich ganz gut. Komm schon, Vettel. Jetzt zieh einmal raus, sei ein Mann und kassier den Jungen da vorne. Er ist eine fucking Pussy, das ist unglaublich. Er zieht immer nur ganz kurz raus und steckt sofort wieder ein. So. Wär einer von uns da gewesen, wäre rausgezogen, einfach voll reingekachelt. Scheiße auf den Fahrer. So, dann fahren wir mal ganz safe die letzten Kurven, um nicht noch eine Zeitstrafe zu Lewis bekommen. Hamilton kam noch in die Punkte, also kommt noch in die Punkte, ist Platz 10 jetzt. Oh nein, wurde zurückgeholt von Kevin Magnussen. Ich darf nicht mehr zurückschalten, ich wollte das Duell sehen. Super. Da war ein Duell um Platz 10. Ja, sorry, Punkt. Ich hätte auch was Ziel liegen bleiben können und warten können, dass du auf Duell sehen kannst. Nein, das ist okay. Da ist Grosjean, der Zweiter geworden ist. Ja, das ist wohl wahr. Allerdings hat Massa halt auch schon aufgehalten, alleine. Platz 3. Oh, jetzt habe ich das weggedrückt, das tut mir furchtbar leid. Also, Rangliste. Das ist, Gott sei Dank, keine Verschiebung, traurigerweise. Gott sei Dank. Warte mal, wie viel da ist Ricciardo geworden? Ah, ich habe 4 Punkte auf ihn verloren und ich war... Oh nein, ich habe weitergeklickt. Gut. Ja, 4 Punkte, ich mache Abfahrt übrigens. 4 Punkte ist Verstappen und Ocon hinter mir. Konstrukteurswertung wurden wir jetzt übrigens von Red Bull wieder überholt. Um 1 Punkt sind wir jetzt hinten. Das ist aber alles machbar. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Nächste Woche geht das nächste Rennen weiter. Ich weiß gar nicht, welcher Preis es ist. Der Preis ist heiß. Ja, der Preis ist heiß. 14 Uhr bei mir und Josh. Bis dahin, haut rein. Ciao.